So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Und ja, das Video habe ich ja in das vorherige Video angekündigt. Es ist ein schwachsinniges Video. Ich weiß es selber, aber ich brauche Platz für neue Sets und neue Magazine und neue Wundertüten. Ich habe es gerade schon mal erklärt. Und das sind jetzt 20 Lego Ninjago Magazine. Schaut mal, was die für ein Stapel wegnehmen. Ihr kennt das bestimmt, der ein oder andere, wenn er schon 5 oder 10 hat. Die liegen rum, die nehmen Platz weg und es kommt so viel Neues. Aber nichtsdestotrotz, es sind ältere. Woran erkennt man das? Sie haben noch 4,50 € oder 3,99 € gekostet, die älteren. Die neuen, die liegen ja schon bei 6 Euro. Ist ein Hammer. Aber sie sind trotzdem cool. Die eine oder andere. Ich brauche sie mehr, weil ich sie eh habe, schon länger. Verdammt lange, ihr wisst, wenn die rausgekommen sind, dann stapelt sich das bei mir alles. Aber so die Zubehörteile, die goldenen Steine, bei den Tauchern, die Flaschen, da auch die Flaschen. Hier das Orange für den A. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen mache ich jetzt einfach nur 20 Lego Ninjago Magazine auseinandernehmen, die Mini Polypix, also die Figuren und die limitierten Karten. Bob, das ist ein Pluspunkt für mich. Aber nichtsdestotrotz, ich fange jetzt auch wie gerade von den neuesten bis zum ältesten an. Wir haben hier dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal das Lego Ninjago Magazin Nummer 90. Da fand ich wirklich richtig cool die goldenen Steine, dieser Hammer. Wenn man die einzeln aufbaut mit so einem Drache dahinter und verschiedene Höhe, mega cool sieht das aus. Ich weiß, ich vergesse immer wieder, schreibe mich Leute an. Ja, dann mach doch ein Foto davon und mach es auf dein Instagram-Kanal. Ja, ich vernachlässige ihn. Ich weiß es selber, aber ich werde jetzt öfters mal wieder ein paar Fotos reinmachen von Sachen, die ich hier habe, umbaue. Vielleicht gefallen sie euch ja. Das dazu. Aber jetzt erstmal einmal. Zweimal. Und ihr wisst ja, welcher das war. Das war ein richtig cooles Zubehör. Es passte wunderbar. Das orangene, leicht leuchtende Schwert ist auch ganz cool für andere. Da bin ich offen und ehrlich. Und Kai als limitierte Karte ist ja sowieso nie zu verachten. Die ist defekt durchgeknickt. Ja, das liegt daran, wenn man vom Flohmarkt meine Bekannten holen, einfach nur in Tüten rein, dann transportieren diese, dann transportiere ich sie, wenn ich sie abhole oder sie bringen sie mir, dann liegen sie hier in der Kiste rum. Die eine oder eine ist zerknickt, die eine oder andere, meine ich. Das ist natürlich schon ärgerlich, aber bei mir gleicht sich das immer wieder aus. Der günstige Preis vom Flohmärkte und die Masse. Die braucht zwar keiner, ich weiß es. Und nein, ich habe bis jetzt noch keine verkauft, keine Figuren, keine limitierten Karten. Die stapeln sich auch. Aber wer weiß, wenn ich irgendwann mal Rentner bin und Zeit genug habe, dann kann ich die alle vernünftiger sortieren. Mal schauen, was die so kosten. 25% abziehen und dann kann ich sie ja verkaufen. Irgendwann mal. Das ist ja auch im Prinzip eine Geldanlage. Kriegt man mehr Zinsen drauf wie eine Bank. Ein paar limitierte Karten. Noch heile gemacht. Mal gucken, was gleich bei 20 Magazine da drin ist. So. Das ist jetzt diese Geschichte gewesen. Jetzt habe ich hier das Lego Ninjago Magazin Nummer 92. Boostertütchen noch bei, da kamen die raus. Der grüne, aber auch goldene Waffen. Gold, die ich mega cool finde. Und das sehe ich gerade, ist nur einmal dabei. Boostertütchen. Limitierte Karte in Ordnung. Und
Ich mag solche Waffen. Hier seht ihr das, die goldenen Waffen, die kann man schön als Zaun zum Beispiel. Wenn man jetzt die goldenen dann auf den Pinsel schiebt, das sieht dann richtig cool aus. Dahinter dann, wie man ja die goldenen Ninjagos verschiedene hinstellen, das sieht cool aus. Oder als Flügel teilweise benutzen. Es gibt ja diese Rucksäcke, wo man das seitlich dran stecken kann. Links und rechts bei so einem goldenen. Nette Idee. Wer weiß, wie es aussieht, vielleicht mache ich das. Ist mir gerade so eingefallen. So, dann haben wir hier das Lego Ninjago Magazin Nummer 88. Hat noch 4,50 Euro gekostet. Da gab es noch die Booster-Reihe. Serie 7. Serie 7, nicht Next Level. Dann, den habe ich immer wieder früher, als der rausgekommen ist, der Weiße, mit die Drucks und sowas, fand ich den nicht cool. Bin ich ganz offen und ehrlich. Dann kam der ja raus als Taucher oder wurde angekündigt, eine Woche davor oder zwei. Da fand ich den schon richtig cool, weil mein Projekt immer noch im Hinterkopf ist. Das große U-Boot, von innen umbauen, alles sitzt und dann davon so auf jede Seite 7, 8 Stück, die aus dem Fenster. Sieht mega cool aus, als weiße Armee unter Wasser. Klasse. Ist mein Tipp, wenn ihr das U-Boot habt und habt davon auch so viele, schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wie ihr die Idee findet. Habt ihr sie vielleicht schon umgesetzt? Weil ich habe die Idee ja schon ein paar Mal angekündigt, aber ich komme noch nicht zu. So, dann haben wir hier einmal das Lego Ninjago Magazin Nummer 86 mit den grünen Taucher. Auch nicht schlecht. Aber ohne Boostertütchen, derselbe Preis, 4,50 Euro. Da gab es noch die, ich sag immer so, die Supertüten. Aufmachen, zusammenbauen, euch präsentieren, mit Spielen Fotos machen. Und danach kamen diese hier raus. Da waren die noch, ja, ich sag's mal so, die Welt noch in Ordnung. Limitierte Karte ist in Ordnung. Passt schon mal. Dann haben wir hier zweimal das Lego Ninjago Magazin Nummer 50. Oh, hier ist ein bisschen durcheinander. Nummer 50. Nummer 50. Lang ist es her. Mit die LE9. Batman Booster. Ja, ich sage immer so die Krabbe. Ich habe den ja umgebaut. Ihr wisst es, die schwarzen Füße drunter getan von den Hyokesen, der gerade in Legacy Magazin drin war, passen wunderbar zusammen. Die haben nämlich einen anderen Druck, kann man dann als Anführer nehmen. Habe ich auch ein Foto, glaube ich, bei Instagram reingemacht. Sieht mega cool aus. Wie gesagt, das Magazin Nummer 50, zweimal hier. Nur leicht roter Kratzer drauf. So, dann haben wir das Lego Ninjago Magazin 41 einmal. Da ist er auch nochmal. Seht ihr, weil hier so die Beine passen dazu auf jeden Fall. Kleiner Tipp. Star Wars limitierte Karte. Eingeknickt. Schade. So, und jetzt kommt das Lego Ninjago Magazin Nummer 63. Ja, ein bisschen durcheinander. Die Ninjago-Rin. Richtig cool. Die Waffe, der schwarze, das graue und sehr viel. Ihr wisst es, die gab es auch mal in ganz schwarz. Die wurde dann ein anderes Gesicht und dann im Internet verkauft als den schwarzen Ninjago. Überteuert. Einmal, zweimal, dreimal, viermal das Lego Ninjago Magazin. Nein, das sind verschiedene. Sehe ich gerade. Das ist die Nummer 63 mit sie drin. Und das ist die Nummer 51. Ist sie auch drin. Aber seht ihr das schon? Da ist das schon. In schwarz. Seht ihr, hier ist mehr blau. Jetzt könnte man natürlich diese Mütze, weil da blau drin ist und hier blau drauf, hat man eine exklusive Figur, die es so nicht gibt. Also, ihr könnt hier einfach nur den Kopfumhang tauschen.
Ah, das sind verschiedene. Also, einmal die 63 mit Linienjaguarin. Und dreimal die 51 mit Linienjaguarin in fast schwarz. Weniger blau, aber trotzdem. Robin, limitierte, obwohl die Serie nicht so wirklich angekommen ist. Ja, seht ihr das? Die Kopfbedeckung passt wunderbar dazu, würde ich jetzt behaupten. Ja? Zerknickt. Die ist noch in Ordnung. So, und jetzt kommen die letzten zwei Magazine. Es waren jetzt 18. Und das ist ein Magazin, naja, kommt in sehr vielen Wundertüten drin vor. Ich mag ihn nicht. Surferboy. Das Lego Ninjago Magazin Nummer 68. Für 3,99 Euro mit Surferboy. Das Einzige, die Waffe ist gut. Cool, die habe ich ein paar aufgemacht. Das Surfboard an sich kann man bei Lego City schön hinstellen. Es passt, aber sonst nein, nicht wirklich. Dazu die limitierte Karte, Serie 5, Next Level, LE4. Perfekt. So, das waren jetzt 20 Magazine, wenn das hier ist. Das bedeutet, ich habe mehr Platz für Neues, für mich und euch. Und ich konnte euch wieder ein paar alte zeigen, wo was dran war. So, limitierte Karten, übergeblieben, in Ordnung. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5 Stück Abschutt, 20 Figuren. Aber das mit den Ninjagorin, das ist mir jetzt gerade, habe ich das so gesehen. Ja, ich probiere es mir jetzt gleich sofort aus. Aber nichtsdestotrotz, ich werde irgendwas von Lego Ninjago unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Sogar auch schon die neuen Sets. Ihr schreibt mir jetzt alles in die Kommentare. Aber das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.